Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 14. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben der Checker Corporation geholfen, hier die ganzen Söldner aus dem Weg zu räumen. Und letzten Endes weiß ich jetzt trotzdem noch nicht, was wir machen müssen. Also, ich glaube, wir müssen langsam echt mal von dieser Station hier runter. Und in meinem Tagebuch steht nur, du hast die Söldner aus den Büros der Checker Corporation beseitigt. Aber ich wollte ja sowieso gar nicht erst hier rein. Also es war ja war sowieso nur Zufall. Ich würde gerne jetzt langsam mal zu den Docks. Ich will mal gucken, ob wir hier irgendwie wegkommen. Genau. Ich meine, jetzt können wir eh nicht mehr viel machen, weil wir haben ja jetzt echt hier auf der Basis alles erkundigt, auf der Station hier. Wir können höchstens noch schnell ein paar Sachen verkaufen. Bei unserem guten alten Hobo, Dobo, ach Gott. Lasst mich einkaufen. Verkaufen. So, schauen wir mal. Medikits halt, tue ich mir auf. Teile auch. Leichter Kampfanzug verkaufen. Schwerer. Verkaufe ich? Ja. Ja. Verkaufen. Verkaufen? Ja. Eine Vibro-Klinge. Verkaufen. Blaster, dies, das. Ach. Obwohl, Waffen hebe ich ruhig mal ein bisschen auf. Aber die Sachen hier verkaufe ich mal. Oh, ich habe sowieso viel zu viel Geld. Ah, das verkaufe ich. Ah, nee, das behalte ich. Ich weiß echt nicht, wofür ich das... eine Linse. Für ein Lichtschwert brauche ich das. Hihi. Okay. Benutze die Werkbank, um Objekte auszurüsten. Oh, meine Robe kann ich ausrüsten. Ah, Leute. Ich verstehe. Aber wir haben keine Teile für das. Okay, aber ich verstehe, wie es funktioniert. Um Objekte zu erstellen oder zu zerlegen. Ah, genau. Warte mal, Sprengstoffkenntnis 3. Reparieren. Bewusstsein, Verletzte heilen 7. Also. Sprengstoffkenntnis 3. Wenn ich mit dem Etten drauf zugreife, könnte ich doch vielleicht... Sag einfach, das wäre jetzt mega. Lass mal gucken. Nee. Ach, Leute. Tut mir leid. Tatsächlich. Eine Ionenzelle. Sprengstoff. Zelle. Schadensbonus. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Sprengstoff drin. Oh, alles herstellen, Leute. Sehr schön. Okay. Ja? Schauen wir mal, ob die noch irgendwas herstellen kann hier. Oh. Die kann ja noch mehr. Öh, die kann das herstellen. Fecht, was bringt das? Treffen langsam. Hihi. Störmeter. Ha. Cool. Okay. Okay. Mega cool. Habe ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Also haben wir doch jetzt eigentlich schon bereits jetzt. Jo. Recht viele Teile für unser Laserschwert. Aber kann ich jetzt auch... nee, das geht nicht. Ein Langschwert, cool. 1 bis 12. Das will ich. Das gebe ich meinem Charakter. Das finde ich cool. Zeig mal her. Ach so, zeig mal. Ja, nee, tut mir leid. Ich nehme doch lieber nochmal die andere. So, die Machtlanze. Aber der Krayer gebe ich das Langschwert. So, jetzt können wir weitergehen. Sehr schön.
Genau, wir wollten gucken, wie wir jetzt hier endlich mal wegkommen. Da drin gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu tun. So. Hä? Hatten wir nicht doch diesen Auftrag, dem einen Typen da seine Frau mal wieder zu holen? Wie war denn das nochmal? Haben wir das gemacht gehabt? Ah, egal, wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir jetzt hier rauskommen. Wäre sicher mal gut zu wissen. So. Gehen wir mal da hoch. Das könnte das von den genau, Diana Lorso hat uns ja versprochen, uns ein Schiff zu besorgen. Schauen wir doch mal. Das ist Landebruch 3. Geht weiter, wenn ihr nichts zu erledigen habt. Ich gehe dann jetzt. Hey, ich will da rein. Circle Corporation. Bitte geht weiter, wenn ihr nichts zu erledigen habt. Oh, Leute, kann das sein, dass ich nochmal mit Diana Lorso jetzt sprechen muss? Ach, nein. Nein. Ah, wir können auch einfach so. Sag einfach Bescheid. Ich höre. Ich höre. Na, so. Also gehen wir nochmal zu Diana Lorso. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen beschneidigen hier. So. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher und gucke jetzt nochmal da hinten bei der Exchange. Nee, das TSF, glaube ich. Ja, Offizier. Dieses Dock ist wegen laufenden TSF-Ermittlungen gesperrt. Gehen Sie mal. Ah, da war vorher unser Schiff wahrscheinlich gewesen, was geklaut worden ist. Okay, dann reden wir jetzt nochmal ganz, ganz schnell mit Diana Lorso. Oh, jetzt müssen wir einfach nochmal alles zurücklaufen. Ah, es geht schnell. So. Sprechen wir doch nochmal mit der Guten. Weil die hatte uns ja eigentlich versprochen, dass sie uns mit unserem Schiff weiterhilft. Ja, das hatte sie getan. Mal gucken, was die Gute uns jetzt zu sagen hat. Da. Citadel Station. Nee, Zerka Corporation. So. Die gute alte Diana Lorso. Hoffentlich hat die uns noch was zu sagen. Ich bin jetzt nicht alles umsonst hier hintergelaufen. Werden wir gleich herausfinden. So. Willkommen zurück. Ich habe mich... Ah, ich hätte erst noch mit ihr reden müssen. Ich habe mich um die Exchange gekümmert. Meine Leute werden dafür sorgen, dass sie sich nicht neu organisieren. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich habe meinen Teil des Abkommens erfüllt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Was ist mit meiner Belohnung? Ich habe mich für eure Drecksarbeit... Ich habe euch die Drecksarbeit gemacht. Wo ist mein Shuttle? Ja, natürlich. Ich lasse ein Shuttle rufen, das euch wie besprochen auf den Planeten bringt. Boah, geil, wir kommen weg von hier. Das Shuttle legt in Kürze in Landebucht 3 an. Das ist in Dockmodul 126. Ihr werdet bereits waren. Erwartet. Ja, toll. Ich möchte euch im Namen der Chaka Corporation noch einmal danken und hoffe auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Sehr schön. Jetzt dürfen wir einfach nochmal alles wieder zurücklaufen. Das zum Thema, wir werden erwartet, ne? Wir waren ja eben noch da gewesen. Jojo, verarschen kennst du mich nicht, meine Liebe. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Die paar Meter werden uns auch nicht schaden, denn wir kommen weiter. So, da. Und da. Sehr schön. Aber war schon cool hier gewesen, muss ich sagen. Haben viel erlebt. Würde mich einfach mal interessieren, wer von euch bis hierhin das Let's Play hier mal geguckt hat. Der soll einfach mal irgendwas in die Kommentare reinschreiben. Egal was, würde mich einfach mal interessieren. Wäre noch mega cool. Auch wenn es nur ein oder zwei Leute sind. Einfach mal was reinhauen in die Kommentare. So. Das ist Landebruch 3. Geht weiter, wenn nichts zu erledigen habt. Diana Lorso sagt, dass hier ein Shuttle auf mich wartet. Nie, richtig? Euer Shuttle ist bereit. Ah, ja. Da ist noch eine Kleinigkeit. Ich soll euch, er will sich nochmal bei uns bedanken für die Dienste. Ah, der will uns was geben. Was denn? Lichtschwert-Energiezellenbefestigung. Boah, also...
Wir kriegen diese Lichtschwertteile. Das weiß ich noch von damals. Im Laufe der Geschichte sowieso von alleine, aber eben für die ganz Schlauen, die stellen das natürlich selber her auf dieser Werkbank. Boah, und da würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Oberfläche des Planeten. Los geht's. Admiral Onasi, hier ist Lieutenant Gran, TSF. Wir haben Sie erwartet. Gran, freut mich, dass die TSF in meiner Abwesenheit nicht aufgelöst wurde. Und wie geht's Ihnen, Admiral? Ich will Ihnen ja nicht die Laune verderben, Carth. Aber ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Schießen Sie los, Gran. Ich denke, Telos hat das Schlimmste schon hinter sich. Der Grund, weshalb ihr hierher gekommen seid... Tja, er hat es geschafft, von der Station zu entkommen. Wir wissen noch nicht, wie das passieren konnte. Das ist unerfreulich, aber glücklicherweise passt es in unsere Pläne. Wie bitte? Ich erzähle Ihnen mehr, wenn wir gelandet sind. Jedenfalls hat die Republik beschlossen, den Verbanden nicht einzusperren, sondern erst einmal abzuwarten. Den Verbanden? Dann... Wie gesagt, mehr dazu später. Alles klar. Ich schicke Ihnen jetzt den Anflugvektor. Bis bald, Admiral. So, wir sind gelandet und abgestürzt. Gab hier einiges zu sehen jetzt. Schön, dass Sie wieder da sind, General. General? Mein Kopf fühlt sich völlig zerrissen an. Ganz ruhig. Ihr habt einen spektakulären Absturz überlebt. Zum Glück war ich hier und konnte euch und eure Freunde aus dem Shuttle befreien. Sonst wird ihr wohl verbrannt. Aber das ist nur gerecht. Ich schulde euch weit mehr, General. Ah, das ist sogar der, der uns später, glaube ich, das Laserschwert zusammenbauen kann. Wovon redet ihr? Ihr steht offenbar noch unter Schock. Ich fürchte, dass ihr durch den Absturz euer Gedächtnis verloren habt. Schade, dass er kein Droide ist, was? Wir können nicht alle so viel Glück haben. Erinnert ihr euch nicht, General? Ich war im Iridorianischen Mechanikerkorps, auf Malakor. Baodur, ihr habt mich also vergessen. Na, kein Wunder. Ich war der Einzige. Ich glaube, ich erinnere mich an euch. Ich will nicht über den Krieg reden. Dem stimme ich zu. Je weniger Worte, desto besser. Wir haben genau. Auf Malakor ziemlich viel erlebt. Vielleicht haben wir ja alle ein paar Dinge verdrängt. Das ist einer unserer Vorteile gegenüber Droiden. Die können nichts verdrängen. Andererseits, man muss nur ihren Speicher formatieren. Und schon erinnern sie sich an gar nichts mehr. Wie geht es den anderen? Denen geht's gut. Der Pilot ist so gut wie unverletzt. Und die alte Dame? Naja, sie ist zäher, als sie aussieht. Wisst ihr, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehe, General. Die Galaxis ist ziemlich groß. Und hier hätte ich euch bestimmt nicht erwartet. Deshalb wüsste ich zu gerne, was ihr hier macht. Also der hat mir anscheinend mal gedient. Ich suche mein Schiff. Man sagt mir, dass mein Schiff hier zu finden... Es gibt Neuigkeiten, General. Euer Shuttle ist nur noch Schrott. Also das Shuttle, ja, aber ich suche mein Schiff. Mann. Ich fühle mich wie bei meinem letzten Trip nach Telos. Seid ihr damals auch mit einem Shuttle abgestürzt? Nein, in einer Kantine. Ich muss sagen, ich habe schon sanftere Landungen erlebt. Vielleicht sollten wir in Zukunft auf die Dienste eines richtigen Piloten zurückgreifen. Ihr könnt mich mal, Kraya. Wenn ich nicht so ein verdammt guter Pilot wäre, wären wir in den Schild oder in eines dieser Felsgesichter gedonnert. Soll ich mich über unsere momentane Lage jetzt auch noch freuen? Wir sollten von hier verschwinden, bevor die Zerka-Söldner auftauchen. Wir sind bestimmt schon unterwegs. Dann sollten wir euch vielleicht hier lassen.
Das ist grausam, General. Und meine Hilfe braucht ihr ohnehin. Ich kann euch bei der Suche helfen. Immerhin habe ich Zugriff auf das Schildnetzwerk. Ich wollte eigentlich euer Schiff reparieren, aber dieses Wrack kann nicht einmal ich retten. Gehen wir. Das ist der Plan. Na dann, haben wir das erledigt. Oh, wir werden beobachtet. Nein, der gehört zu denen. Ja, egal, die zermalmen wir. Baudu hat sich der Gruppe angeschlossen. Er ist in der Lage, Energiefelder zu erzeugen und zu zerstören. Setze seine Fähigkeiten ein, um feindliche Energiefelder zu zerstören. Also der muss mit. Ja, dann nehme ich den Admin noch sonst. Kann ich ja eh noch wechseln. So. Der ist noch Level up. Oh, der ist mega lieb. Sprengstoff. Bewusstsein. Sicherheit. Oh, Sicherheit. Halt, er kann noch mehr. Reparieren. Bewusstsein. Halt mal so. So. Attribute. Stärke. Intelligenz. Kondition. Stärke. Fähigkeiten. Oh, der ist ja mega hoch geskillt. An die Tarnung finde ich überflüssig. Kann ich gar nicht skillen. Ja, dann lassen wir das. Talente. Dem werde ich auf jeden Fall Plaster geben. Weil der, glaube ich, gut mit Plastern kann. Hä? Wo ist denn meine ganze... Ah, habe ich alles verkauft? Ich Depp. Oh, wenigstens habe ich die aufgehoben. Hä? Als hätte ich es geahnt. Oh, Schallgewehr 2 bis 14, das ist stark. Energieschild? Nahkampfschild? So. Ja, das ist gut. Sehr schön. Zeig mal her. Hoho. Sieht doch gut aus, Leute, oder? Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir aber... Ah, gucken wir doch nochmal schnell, ob es hier noch irgendwas zu retten gibt. Kann doch nicht sein, dass hier alles kaputt ist. Oh. Geheime Lager. Vielleicht finden wir noch mehr davon. Die könnten noch nützlich sein. Gehen wir. Baudur? Du kannst die ja entfernen, entschärfen. Entschärfen. Ich muss halt aufpassen, wenn ich durch diese Minen laufe, dass meine Leute hier nicht auch noch mit reinlaufen. Oh, nicht schlecht. Sehr schön. Schade, kriegt man keine IP dafür, wenn man so Dinger, sag schon. Die sind stark. Oha. Ah, es geht eigentlich. Gehen wir. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen schlachten hier, dass wir XP kriegen. Dass wir hier mit den Leveln auch nicht irgendwie hinten nachhängen, weil das wäre mega scheiße. So. Da vorne haben wir ein paar Söldner. Die nehmen wir jetzt mal voll auseinander. Söldner, verdammter Mist. Der Wachtdruide muss uns geortet haben. Na toll. Die haben vermutlich nach mir gesucht, als sie euer Schiff abstürzen sahen. Wir könnten ihnen den Zabrak übergeben. Ein kleines Tauschgeschäft. Wer denkt, ihr hat zuerst auf euch geschossen? Gutes Argument. Vergesst, was ich gesagt habe. Na, dann nehmen wir die halt auseinander. Schauen wir schon. Let's go. Uah. Klären wir die Sache. Das sieht aber... Ah. Also schwach sind die hier unten nicht. Ah. Das war gut. Sehr schöne Fähigkeit. Sehr schön. Medikit. So. Was hatten wir denn? Die Steuerung des Fahrzeugs ist gut gesichert. Du kannst sie nicht benutzen. Wahrscheinlich hier auch, oder? Ja. Naja, egal. Ist nicht schlimm.
Gehen wir mal weiter. Hier haben wir so ziemlich alles erforscht. Noch ein Wachtdroide. Die Söldner versuchen uns mit den Droiden zu orten. Bestimmt ist noch eine Patrouille in der Nähe. Na, dann müssen wir das Ding zerstören. Schießt mal, ihr zwei. Sehr schön. Wir kommen voran. Oh, Leute. Trotzdem, wir kommen voran. Nein, 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 nein. Ja. Nein, denk doch mal nach. Nein, oh. Ah, wenigstens hat es zwei erwischt. Die Fähigkeit ist einfach gut. Ah, der läuft natürlich genau dadurch. Einen haben wir. Komm schon. Also die Kämpfe sind ja gut gemacht, finde ich. Pschuh. Ah, sehr schön. Auch wenn er sich jetzt mega dumm angestellt hat. Sag mal den Plaster, den wir hier bekommen haben. Ah, da sehe ich ja auch, wie viel Schaden der macht jeweils. 2 bis 14. 1 bis 12. Das Neue, was wir da bekommen haben. 2 bis 11. Das ist gut. Sehr schön. Gut. Oh. Ja, ja, ist okay, komm. Gehen wir. Runter, alle! Ja? Sehr schön. Gehen wir. Bringen wir es hinter uns. Schaffen wir das? Yep. Sehr schön. Ach Leute, das ist doch nur so einer. Hat aber nichts für uns. Nee. Hier haben wir eine Tasche. So. Und ein Skelett. Aber das Skelett, da ist nichts. Vielleicht was Verstecktes hier hinten. Nee. So, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, tun wir mal an dieser Stelle das Let's Play wieder beenden. Oh, endlich sind wir weg von der Citadel Station und sind mal woanders. Zweimal auf dem gleichen Planeten Telos, aber auf der Planetenoberfläche. Und ja, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Und ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Part bei Star Wars Knights of the Old Republic 2 ein. Und ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Ciao!